Für Daniel Helbig vom Berliner Indie-Spiel-Label Megagon Industries ging im Mai diesen Jahres ein Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit zwei Freunden hat er das Spiel And Then It Rained entwickelt und das landete völlig überraschend auf einem Spitzenplatz der App-Charts. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass so unsere Mütter und irgendwie unsere besten Freunde die App kaufen. Aber wir haben jetzt nie damit gerechnet, dass die sich jetzt mehrere tausend Mal verkauft. Die ersten Tage und Wochen vergingen für die jungen Games-Entwickler wie im Rausch. Immer mehr Menschen kauften das Spiel. Zu Hochzeiten waren es 3000 Downloads am Tag. Doch nach zwei Wochen war plötzlich Schluss mit der guten Laune. Ein Unbekannter hatte das Spiel nachgebaut. Zumindest auf den ersten Blick wirkte es wie eine 1:1-Kopie. Wie ein digitaler Klon. Das ist schon krass, wenn man dann das sieht, wie jemand anders das so in den Store bringt. Und das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man dann auch noch das Gefühl hat, dadurch, dass es unter demselben Namen läuft, also die haben es ja dann auch noch Internet Rained genannt, dreisterweise, dass andere Leute dann denken, das ist die eigentliche App, die man gemacht hat. 8 Monate Arbeit haben Daniel Helbig und seine beiden Freunde in die Entwicklung ihres Games gesteckt. Dem Nachbauer reichten 2 Wochen. Trittbrettfahrer gab es schon immer in jeder kreativen Branche. Aber die Geschwindigkeit, mit der mobile Spiele nachgebaut werden, ist neu. In der letzten Zeit häufen sich Geschichten von Handygames, die über Nacht zum Hit werden und neben denen praktisch eine Nacht später nahezu identische Spiele im App Store stehen, mit fast dem gleichen Namen. Flappy Birds zum Beispiel. Ein lustiger Vogel, den der Spieler durch Tippen auf den Touchscreen durch eine bunte, pixelige Landschaft steuert. Der vietnamesische Entwickler Dong Nguyen programmierte es an einem einzigen Wochenende. Nach wenigen Monaten gab es hunderte Kopien des Spiels im App Store. Skurrilerweise hat Nguyen das Original inzwischen vom Markt genommen, so dass es nur noch Kopien gibt. Ärgerlich, findet Silvius Lack. Er hält die dreisten Kopierer sogar für eine Gefahr für die Branche. Wenn Computerspiele kopiert werden, bedeutet das natürlich primär für diejenigen, die die Computerspiele geschaffen haben, keinen Erlös. Und da Menschen nun mal mit der Produktion von Spielen oder jedenfalls in den allermeisten Fällen ihr Geld verdienen, ist das ein herber Rückschlag für diejenigen, die viel Zeit und Energie investieren, diese Spiele herzustellen. Mittlerweile hat sich um mobile Games herum eine regelrechte Trittbrettfahrerindustrie entwickelt. Oft mit Firmensitzen irgendwo im fernen Osten. Und selbst wenn man die Nachbauteams ausfindig macht, eine Klage lohnt sich in den seltensten Fällen. Das Problem der Entwickler: reine Spielideen kann man nicht schützen lassen. Grafiken, Logos, Schriftzüge und Musik unterliegen zwar dem Urheberrecht, nicht aber das Spielkonzept selbst. Aber das ist es, was ein Game zum Hit macht. Außerdem, wo verläuft die Grenze zwischen Inspiration und Kopie? Wer will beweisen, dass nicht viele Entwickler plötzlich auf ähnliche Ideen gekommen sind, dass sie alle einen Trend erkannt haben, der quasi in der Luft lag? Linda Breitlauch, Designerin an der Hochschule Trier, beschäftigt sich schon lange mit diesen Fragen. Also um mal als Beispiel ein Jump'n'Run zu nehmen, dieses Spielprinzip, meine Spielfigur kann rennen, springen und dabei Sachen einsammeln oder möglicherweise auch kämpfen, gab es eigentlich schon zu Beginn der Spieleentwicklung, wurde von damals 2D und sehr pixelig in der Grafik weiterentwickelt, heute in 3D. Also das grundsätzliche Spielprinzip findet man letzten Endes immer wieder. Und insofern ist die Grenze zwischen Kopie und Inspiration natürlich sehr klein, sehr dünn, das ist gar keine Frage. Sogar Spiele wie das berühmte World of Warcraft oder der aktuelle Hit Candy Crush sind abgekupfert. Nur, dass sich mit der Zeit niemand mehr an die Originale erinnert. Dieses Muster zeigt sich auch beim Spiel 2048. Das Spiel ist genau genommen die Kopie einer Kopie. Das Ausgangsspiel ist Threes. Die erste Kopie hieß 1024. In der Szene gilt aber heute 2048 als das Original. Auch wenn in der Mobile-Games-Branche die Geschwindigkeit des Auftauchens von erstaunlich ähnlichen Nachbauten eine ganz neue Dimension angenommen hat. Abgeschaut und nachgemacht wurde in Kreativindustrien schon immer. Selbst in Hollywood lässt sich weder die Idee, ein Fremder kommt in die Stadt, noch das Konzept, ein Junge verliebt sich in ein Mädchen, schützen. Und in der Rockmusik verwenden fast alle Bands die immer gleichen Akkordfolgen, seit Jahrzehnten. Und letzten Endes ist jede Kopie ein Kompliment.